Ja, wir sind heute im Autohaus Lindner und schauen uns heute an, was quasi in den letzten Jahren passiert ist auf dem Gebiet Photovoltaik, E-Mobilität. Was uns ganz besonders freut, ist, dass die Firma Salzburger Ökostrom bezieht und das zertifiziert von der Salzburger AG. Das Autohaus Lindner in Weiß ist ein Familienbetrieb, welcher in dritter Generation geführt wird. Nachhaltigkeit spielt hier seit einigen Jahren eine ganz große Rolle. Wie wir angefangen haben, 2010 unsere Schauräume zu erweitern, im ersten Schritt 2010, im zweiten 2014, war immer schon das Thema Isolierung ein gutes Thema, Wärmeschutz, Wärmedämmung. Es war das Thema von der Heizung her. Wir haben umgestellt von Ölheizung, damals schon 2010, auf eine Grundwasserwärmepumpe. Bei uns sind sämtliche Leuchtmittel ausgetauscht worden auf LED. Auf dem Dach der beiden Schauräume befindet sich eine Photovoltaikanlage, welche den Strom für das Autohaus produziert. Die Photovoltaikanlage am Dach ist relativ groß ausgefallen. Wir haben auf beiden Schauräumen gut 106 kW Peak. Das ermöglicht uns im Jahr jetzt dann, sagen wir es, circa ein Jahr im Echtbetrieb laufen, produzieren wir 104.000 Kilowattstunden Strom. Das entspricht momentan einem Drittel unseres Gesamtjahresbedarfs, den wir da decken können. Das besonders Erfreuliche ist, dass wir rund 86% von dem Strom selbst verbrauchen können, da während dem Tag, wo die Sonne scheint, natürlich auch der ganze Werkstattbetrieb läuft, der Arbeitsbetrieb läuft. Entsteht Überschuss, wird dieser für die Warmwasseraufbereitung genutzt. Vor allem in einem Autohaus spielt natürlich auch das Thema E-Mobilität eine ganz zentrale Rolle. Und da freut es uns ganz besonders, dass unsere Kunden-Service-Ersatzfahrzeuge bzw. unsere Vorführwegen eigentlich ausschließlich mit dem Strom von unserem selber produzierten Strom vom Dach fahren. Und das ist eigentlich auch ein sehr schönes Gefühl. Auch für die Zukunft hat Manfred Lindner schon Pläne. Na, im ersten Schritt ist nochmal geplant, wir haben noch zwei weitere Dachflächen über unserem Werkstattgebäude, wo wir schon geplant haben, dass die im kommenden Jahr nochmal mit gute 90 kW Peak-Anlage belegt wird. Und natürlich eventuelle Erweiterung nur über eine Überdachung über unseren Gebrauchtwagenbereich hat zwei Vorteile, hätte einen Hagelschutz bzw. nur zusätzliche Photovoltaikflächen, die sowieso schon versiegelt sind und da man das, glaube ich, ganz gut nutzen könnte. Nachhaltig und energieeffizient. Das Autohaus Lindner ist somit ein echter Worldchanger-Betrieb. Wenn Sie sich für diese Themen interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.